Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Build Burg Hochzeitslocation hier in Windenburg auf meinem Kanal und natürlich mit der Andrea, die wieder hier hinten steht, ne? Ja, wir hatten in der letzten Folge, ich nehme jetzt nahtlos auf, also wenn ihr mir einen Kommentar unter dem letzten Video hinterlassen habt, dann kann ich da leider noch nicht drauf eingehen, konnte also eure Ideen noch nicht umsetzen, die ihr vielleicht habt, aber wir hatten ja hier in der letzten Folge den Garten gemacht, ne? Und da machen wir heute auch ein kleines bisschen weiter. Dass wir hier mal so tatsächlich ein bisschen zur Potte kommen, ne? So. Okay, und ich bin jetzt am Überlegen, nein, mit der rechten Maustaste geht das nicht weg, so. wie wir hier jetzt weitermachen, ne? Wir können ja mal alle Anzeigen machen. Das macht er schon. Oh, ich habe hier neue Sets gekauft. Ne? Die sind auch hier drin. Und gucken wir nach romantische Garten. Jawohl. Und dann machen wir hier mal noch ein bisschen hübsch, ne? Das hatte ich ja vor. Da will ich mal gucken, was ist denn das hier? Hier ist diese Statue drinnen, ne? Ja. Aber wenn wir hier vielleicht... Ich würde sagen, wir nehmen eher das wieder. Und machen hier so ein paar Sitzecken. So ein paar schöne, gemütliche Sitzecken. Ne? Könnte man doch auch machen. Ich finde das gar nicht so falsch, dass man das dann so wie so einen kleinen, ja, so einen romantischen Park hier drinnen noch hat, ne? So ja, Schlosspark oder so, ne? Kann man ja machen. Also ich finde es nicht schlecht. Ich weiß ja nicht, was ihr von dieser Idee haltet, aber ich finde, dass man das so machen könnte. So, so können sich hier die Pärchen treffen, ne? Und bei mir sind die Sterne gucken, was auch immer. Das wäre doch was, würde ich sagen. So, und was könnte man... Und jetzt habe ich auch gesehen, dass es hier statt diesen Blumenbogen könnte man eigentlich, nehmt den mal weg, das hier setzen. Das müsste doch auch gehen. So. Ich finde den vielleicht sogar noch besser. Als den. Das könnt ihr mir aber gerne sagen, welcher euch besser gefällt. Aber ich würde den nehmen wollen. Was ist denn das hier? Der hat sogar rote Rosen dran. Ja, das. Ja, gut, nicht ganz rot, ne? Das wäre rot. Hm. Okay, aber ich will es in weiß haben. Und wie ist denn das, wenn ich das jetzt wieder in rosa umswitche? Das sieht doch so aus, ne? Das ist weiß mit rosa drin. Das könnte man auch machen. Aber ich habe jetzt hier das Thema rot, ne? Wenn ich den jetzt hier ganz in weiß nehme, kann ich die Dinge auch in weiß nehmen? Ja, wie sehen da die... Ja. Ne, hier. Na, wisst ihr was, dann machen wir das so. Die Stühle können wir ja dabei belassen. Und die Tische, das kann man ja in dem Rotton machen. Da würde ich doch sagen, ist das doch jetzt einfach besser? Oh Gott, ich switche hin und her, ne? Das, ja. Und wenn ich jetzt sagen würde... Wären das hier weiße Stühle mit dem Rosa, ne? Nee, also ich glaube, das ändere ich nie. Das lasse ich. Wir lassen das hier bei Rot. Hier ist ja auch ein bisschen Rot drinne, ne? Hier. Ja, ja, hier ist Rot drinne, Rot, Rosa. Hier ist alles Mögliche drin, ne? So, okay. Naja, dann machen wir das. Und, ja, da könnte man doch einfach auch sagen...
dass wir hier diesen Brunnen wieder mit reinpacken. Da machen wir hier drüben auch so einen Brunnen noch hin. So. Und ja, und hier wollte ich eigentlich, das geht wieder bloß im Live-Modus, ne? Zu ändern. Hintergrund. Was ist ein Weiß? Ach so, ne, Weiß. Weiß ist ein Wasser. Huch. Ja, Wasser hat auch was, ne? Aber ich glaube, wir nehmen doch den Himmel. Ich wollte schwarz, nee, schwarz ist doof. Party hatten wir schon, draußen hatten wir schon grau, nee. Okay, wir lassen den Himmel. Überredet, wir lassen den Himmel. Huch. Ich will doch nicht immer nach oben. Man guckt da immer nach oben. Das will doch keiner. So. Okay, ja. Wie gesagt, ich habe jetzt hier erstmal die Fotoleinwand hingestellt, weil wir ja auch ein bisschen einen Fotografen brauchen, ne? So, dann machen wir hier erstmal den Weg. Hier so Wege hin. Weiß nicht, ob das jetzt schön aussieht, aber mal gucken, wir machen das Beste draus, ne? So. Wir machen das Beste draus. Kommt ja auch dann noch ein bisschen Blümchen und Zeugs hier hin. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann wieder lösen. Wenn die Hochzeit vorbei ist, dann kommt das natürlich hier auch wieder weg. Logischerweise. Und da kommt dann hier ein schöner Brunnen hin. Das hatte ich mir zumindest mal so gedacht. Na, der ist der Platzhalter jetzt hier für den Brunnen sozusagen. So, jetzt brauchen wir Erde und Sand und dann machen wir das noch ein bisschen feiner. Und ein bisschen kleiner. Und dann kommt hier noch ein bisschen. Na, wenn man hier lang läuft. Nee, falsche Taste. So, dann machen wir das. Okay. Und ja, die Frage ist jetzt, wie gestalten wir das jetzt noch so ein bisschen hübscher? Was habe ich denn? Nee, hier will ich her. Da hat mir das Pack wieder rausgenommen. Oh nein. Ich wollte noch mal gucken. In romantische Garten, was wir hier noch haben. Wir haben diese Kletterrosen, aber da könnten wir ja auch dann. Könnten wir auch dann vielleicht die Rosen von außen hier wieder nehmen, oder? Ich weiß nicht. Eieiei, das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde sagen, ich gestalte jetzt erstmal hier so ein paar Blümchen, ne? Also ich denke, dass wir hiermit erstmal durch sind. Nachgerüstete Gartengraslange. Ne, die wollen wir nicht hier stehen haben. Ne, ne, ne. Gut, wir machen jetzt hier so ein bisschen Hecke hin oder Blümchen. Dann machen wir jetzt hier erstmal. Sollte wieder ein bisschen Gartengestaltung oder ne, so. Man könnte ja vielleicht auch sagen, dass wir hier
noch ein bisschen was auch für die Kinder dann machen. Das soll ja nicht bloß eine Hochzeitslocation sein dann am Ende, sondern auch so ein bisschen ein Gemeinschaftsgrundstück, wo alle so ein bisschen Spaß haben sollen, ne? Auch die Kinder oder so. Genau. Und das können wir auch hier hinten noch herpacken. Ja. Kann ruhig ein bisschen durchwachsen, das macht nichts. Ja. Was hätten wir denn? Ah, hier gibt es einen Partybusch. So ein Partybusch. Wollen wir den Partybusch auch noch irgendwo hinstellen hier? So ein bisschen hier an die Seite. Ja, so ein Partybusch hier hin. Können auch mehrere hier sein, ist egal, macht ja nichts. So. So. Klar, kann man machen, ne? Und ja, was haben wir? Das ist auch ein Puppen. Okay. Und hier haben wir sowas. Ja, und die kleinen Bäumchen kann man auch hier hinpacken. So. Die kleinen Sträucher. Machen wir die hier gleich so ein bisschen weiter. Und dann setzen wir noch ein paar schöne Blumen, ne? Oder wollen wir hier überall so kleine Springbrunnen hinstellen? Oder ist das dann zu viel an Springbrunnen? Weil wir ja schon in dem Blumenbeet hier Springbrunnen haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir könnten doch auch ein paar Steinchen hinpacken. Grottenzierstein, ja, okay. So, stecken wir hier noch ein paar Steinchen so dazwischen. Ja, so. Wer sagt denn was gegen Steine, ne? So, und jetzt brauchen wir Blümchen. Schöne Blümchen. Na, ich würde doch wieder die Stockrosen hier nehmen. Die könnte ich auch diesmal ein bisschen in dem kleineren Format nehmen, ne? So. Auch den Rittersporn. Na, der ist wieder zu groß, ne? Wenn ich das jetzt sehe, der ist ziemlich groß. Ja, gut. Macht aber nichts. Können wir machen. Geht schon. So. Aber die Farbe ändern wir wieder. Und zwar haben wir hier. Ja gut, da würde ich die in Gelb nehmen hier. Und die halt. Können wir mal in diesem Rosaton nehmen hier. So. Genau. Und dann. Was haben wir denn sonst noch hier? Was ist ein Blumenstrauch? Ich würde doch... das ist gar nicht so einfach. Was ist denn das hier? Gewächskugel. Oh. Was gibt es denn hier von vier Farben? Die gefällt mir nicht. Und was ist das hier? Riesengroßer Rosenbusch. Das ist wirklich ein riesengroßer Rosenbusch. Nee. Gefällt mir nicht. Gut, dann nehmen wir hier geschmolzene Vulkanblumen. Oh, die blühen schon. Das ist ja nicht schlecht.
Die blühen schon, ja, das ist mal gut. Dann nehmen wir die doch. So. Dann hätten wir wieder diese Wildblumen. Die können wir in dem Gelben nehmen. Und da sieht man ja wieder nichts, ne? Und gelbe Wildblumen. Ja, gelb haben wir auch schon ziemlich viel, ne? Benutzt hier, genommen und so. Ja, na gut. So. Und was haben wir denn sonst noch? Diese Krausen. Burgenvilla. Ja, wir haben doch hier noch das hübsche kleine Liedchen. Das haben wir auch noch. Die könnten wir noch mit hersetzen. So. Klar, so kann man das schon auch machen, ne? Da hätten wir hier einen hübschen Gartenbereich wieder. Der arme Gärtner, der kann ihn leid tun, was der alles machen muss. Oh Gott. Ja, aber Skulpturen wird hier eigentlich... Ich weiß nicht, was könnte man denn hier noch herpacken? Ich gehe erstmal wieder ins Gelände hier und dann machen wir hier ein bisschen Erde. Erstmal wieder ein bisschen Erde, ne? So. Ja, und dann gucken wir mal, was wir hier so... Oder wir lassen das einfach so. Wir könnten höchstens ein bisschen Licht noch hier packen. Das könnte man machen. Ein bisschen Licht. Was haben wir denn hier für Licht? Da können wir auch wieder die aus romantischen Garten nehmen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ne? Machen wir das. Hier eins rein. Können wir eins hier hinten hinpacken und hier so drunter. So. Und vielleicht so. So langsam verschwindet dieses grüne Zeug, ne? Ja. Ja, also wenn ich das jetzt hier für die Romantiker unter uns baue, ich glaube, das wird was, würde ich sagen. Ne? Es wird ein riesiger Garten. Wie sieht es denn bei Nacht überhaupt aus? Abends, nachts. Ja. Ich finde es nicht schlecht, ne? Also wie gesagt, Geschmäcker sind ja immer verschieden. Das könnt ihr mir dann sagen, wie ihr das seht. Ja, wie gesagt, jetzt ist noch diese Fotoleinwand hier, ne? Aber die brauchen wir ja erstmal. Die kommt ja dann weg, wenn die Hochzeit gelaufen ist. So, und hier müsste ich dann natürlich auch noch ein bisschen grün hinmachen, ne? Ich weiß ja nie, ob man vielleicht ein kleines Bäumchen auch noch hinstellen könnte. Ich gucke mal, was haben wir denn für Bäume? So einen kleinen. Gibt es da auch was aus romantischen Garten? Nee, da gibt es nichts. Okay. Nee, der Weißdorn ist zu groß, obwohl ich den könnte ich zwar kleiner machen, aber. Nee. Die europäische Birke. Ich glaube, das passt näher hin, ne? Ich
die hier herstelle, passt das hier hin? Und so einen Baum hier hinstelle, wie sieht denn das aus? Was ich eigentlich auch sehe, dass hier gar keine Fenster in der Burg sind, ne? Ja, ich weiß nicht, könnte man machen, ne? Aber bin gerade unsicher. Ob ich so ein paar Bäumchen herstelle. Was ist denn das hier eigentlich? Hibiskus? Japanische? Wir hätten doch aber auch so einen beleuchteten Baum. Moment mal, den nehme ich nochmal weg. Wir hatten doch mal irgendwo so einen Baum mit Beleuchtung. Was war denn das für einer? Ich hoffe, ich finde den jetzt hier. Was ist das? Der hier ist das, der Bramblewood-Leuchtbaum. Naja. Ich glaube, im Moment wäre da zu viel, ne? Palmen brauche ich auch keine. Na, wisst ihr was? Ich nehme dann doch die Birke. Wo war die? Hier, also die europäische Buche, da mache ich die kleiner. Ne, nicht größer, kleiner habe ich gesagt. So. Ein Stückchen kleiner und dann könnte man die ja vielleicht hier so herpacken. So, ein hier hin. Und ein vielleicht so hier rein. So. Stück vorne, so, genau, machen wir das mal so, ja, und da würde ich sagen, wir machen hier jetzt gleich noch ein bisschen weiter mit diesen Blumenbeeten hier, oder erstmal ja, Geländetool. Ich brauche noch Pflaster. Und das hier dann halt ein bisschen größer, wenn es geht. So, dass das hier hinten Stein ist. So, ne? Genau. Und da können wir jetzt hier weiter mit den Blumen machen. Ich wüsste jetzt auch vor Schreck gar nicht, was ich sonst hier herpacken soll. Ne? Also machen wir erstmal Blümchen. Blümchen sind nie verkehrt. Machen es auch immer ein bisschen lebendig, ne? Und das kann ich ja komischerweise bauen, ohne dass mir das Spiel abschmiert, ne? Ich soll es nicht beschreien, aber... Bis jetzt ging's. Ja. Okay. Machen wir den hier so eine schöne, unseren Sims so eine schöne, kuschelige Ecke. Von mir aus kann man ruhig auch ein bisschen Gras hier mal wachsen lassen. Das macht ja auch nichts. Auch wenn das jetzt noch grau aussieht oder vertrocknet. Aber das könnte man ruhig jetzt hier auch mal machen, ne? So. Und dann können wir das hier wieder unten drunter packen, ja, so.
Ja, so können wir das schon zurecht basteln hier. So, okay. Und was haben wir noch? Hier, wir haben diese liebliche Lavendelhecke. Die könnten wir auch noch hier irgendwie hinpacken. So. Lavendel ist immer was Beruhigendes. Ich finde das gar nicht so falsch. So, so ein Steinchen hier und da können wir auch noch einen Stein verstecken und wir können ja mal die hier nehmen, können wir hier so ein bisschen reinschieben, so. Jo, und dann wieder Blümchen. Was gibt es denn hier für Farben? Die gelbe. Nehmen wir mal gelb. Und ja, wir haben doch... Was ist denn eigentlich das? Eine Blumenhecke. Ach so, okay. Eine Blumenhecke hätte es auch gegeben. Naja. Ja, ich bleibe jetzt hier bei dem Schema. Ne? Ich will jetzt nicht immer irgendwie wechseln. Das wäre jetzt auch nicht so toll, wenn ich hier immer irgendwas anderes... Das wird dann so bunt durcheinander, ne? Obwohl ja in der Natur auch immer alles bunt durcheinander geht, aber... Ja, machen wir so. Und die Krause, die gibt es in Rot, in ein schmutziges Gelb und auch in Lila, Blau. Ja, was könnte man hier nehmen? Canyon-Wildblumen, sehen die aus? Weiß. Na gut, wir sind hier in Cape Canyon. Zusammengestellte Wildblumen, was ist denn das? Das gibt es aber auch bloß in diesen Farben hier, ne? Waldblumen gibt es nur in einer Farbe. Die habe ich aber auch schon so oft genommen. Ah, ja, was nimmt man hier? Die Blumenkuppel habe ich schon. Maiglöckchen. Ah, die Gänseblümchen hatte ich noch nicht. Die können wir doch mal nehmen. Die Gänseblümchen habe ich noch nicht gehabt. So, dann nehmen wir die jetzt hier. So, okay. Ein paar schöne Gänseblümchen. So, goodie. Ja, da hätten wir das jetzt auch schon wieder fertig, ne? Bisschen Erde brauche ich noch. Da hätten wir das auch schon geschafft. Da ist die Ecke auch fertig. So. Und unsere Lampen brauchen wir wieder. So. Klar, so, ne? Seht ihr mal, da haben wir es schon ganz schön eingerichtet hier. Vielleicht ändere ich das auch ganz ab, hier die Ecke, wenn die Hochzeit gelaufen ist. Und mache da was ganz anderes hin. Das, wie gesagt, ich will es ja dann auch als Gemeinschaftsgrundstück noch nutzen. Und ja, da muss ich mir noch auf jeden Fall was einfallen lassen. Hier sieht es auch noch aus wie, mir fällt gerade was ein. Wir könnten doch auch, wir haben doch hier Gras und Blumen, wir könnten doch hier... Die Blumenwiese machen. Nee, das ist zu viel. Ah, das sieht nicht aus, ne? Oder ist das zu stark? Gehen wir einen Schritt zurück. Nee, wie sieht denn die aus? Die ist besser, ne? Wenn man hier so eine Blumenwiese macht. Macht das Sinn?
Ich habe das Gefühl, das macht keinen Sinn. Na gut, dann nehmen wir hier Erde und Sand. Dann machen wir hier das. Das können wir dann auch ein bisschen sanfter machen. Sanfter. Moment. Ein paar Blumen können ja durchgucken, das macht ja nichts, ne? So, hier. Ja klar, so können wir das doch. Ich denke, so geht's schon, ne? Würde ich sagen. Gut. Okay, und ich sehe gerade, dass die Treppen gar kein Treppengeländer haben. Burgen und Schlösser haben wir da. Zufälligerweise Treppengeländer. Ja, haben wir. Okay. Ja, nehmen wir das, ne? Was haben wir denn oben für einen Zaun? Passt schon, ja? Würde ich sagen, passt dazu. Okay. Jo. Jetzt haben wir hier wirklich eine romantische Ecke gemacht, ne? So. Natürlich gibt es da keine Pflanzen, ist mir schon klar. Aber da könnte man das doch direkt auch hier gleich so weitermachen. Machen wir hier gleich. Also heute ist wirklich nur Garten und sowas Gestaltung, ne? Ihr merkt das schon, dass heute gar nichts anderes losgeht. Ich würde die Ecke jetzt noch machen und dann würde ich das erst einmal dabei wieder belassen. Ich würde sagen, dann dürfte es von der Folgenlänge wieder ausreichend sein. Ja. Und da würde ich dann sagen, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder kommentiert, ganz fleißig. Und ach so, ich muss ja auch noch ein bisschen einen Durchgang hier lassen, ne, dass die dahinter auch kommen. Wenn ich hier alles voll stelle mit den Pflanzen, dann wird es Mist, ne? Wir machen es mal so, dass ich hier die Lücke lasse. Obwohl, nee, müssen sie eigentlich nicht. Es gibt ja Toiletten. Es gibt ja Toiletten. Muss ja keiner in die Büsche springen. Gibt doch Toiletten. Oh Gott, nee, da muss doch keiner in die Büsche springen. Ist doch so, ne? So, dann hier noch. Wie gesagt, ich habe noch einen anderen Plan im Kopf für diese Stelle hier, wo ich jetzt gerade nur den romantischen Garten einrichte oder herrichte. Aber da muss ich erst mal gucken. Ne? So, was gäbe es denn hier? Diesen Lavendelbusch können wir hier wieder reinsetzen. Ne? Lavendel ist immer gut. Haben wir denn noch hier? Granite Falls Busch ist auch so lila Ding, ne? Gott, die weißen Blüten sehen auch schön aus, ne? Kann man auch nehmen. So, ein bisschen hier. Die Blüten hier reinsetzen. Können doch verschiedene Blumen hier wachsen, müssen ja nicht immer überall dieselben sein. So, dann hätten wir
Die rosa Azalee. Mhm. Ja, setz mal eine dorthin. So. Ah, den gibt es doch. Gibt es den noch in einer anderen Farbe? Ja, gibt es auch in einer anderen Farbe. Hm. Ja, dann nehmen wir den mal in lila, ne? Da oben nicht schlecht. Nehmen wir den jetzt einfach mal in dem lila Ton hier. So. Okay. Tja, von Blumen her haben wir eigentlich, ja, die Iris hätten wir noch. Kann man die, wenn ich die größer mache, sehen die so aus, ne? Okay. Und das für eine Farbe, die ich jetzt gerade erwischt habe, das hier. Okay. Rosa, blau, lila, rot, rosa, nochmal rosa, orange. Ja, nehmen wir die mal gelb. Ne, hier gelb bitte. Danke. So. Hier mal noch. Oh, die könnten wir eigentlich auch ganz hier drumherum packen. Moment mal, ein bisschen größer nochmal. Setzen wir die hier noch mit hin. So. So. Gut. Haben wir das? Dann können wir wieder ein paar Steinchen hier dazwischen setzen. Überall so ein bisschen verteilen mal. Machen immer dieselben. Können ein paar andere sein. So. Und hier in der Mitte können wir ruhig auch mal ein Steinchen machen. Und ja, was machen wir denn jetzt hier hin? Das ist die gute Frage. Nächste Frage. Was gibt es denn hier wieder für Farben? Die? Ist ja wirklich weiß, gibt es davon hier? Nee, ne? Das ist... Machen wir die so groß? Nee, ne? Das Gänseblümchen. Setzen wir hier noch ein Gänseblümchen mit dazwischen hier irgendwie so. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nicht weiter, als das hier noch hier drumherum zu packen. So, ich bin jetzt nicht der beste Landschaftsgestalter, ne? Aber ja, ich weiß nicht, was ich hier sonst noch alles herpacken soll. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich werde jetzt noch ein paar Blümchen suchen, die wir hier noch reinpapseln können. So. Ja, schöne Blumen. Das ist ein... Ja gut, die passt aber nicht wirklich hier hin, ne? Das ist alles irgendwie... Was ist denn das eigentlich? Blumenstrauch. Hallo? Blumenstrauch?
Es gibt, hier gibt's Weiß. Wird das zu viel oder ich nehme doch lieber wieder unsere üblichen hier. Die üblichen Verdächtigen nehme ich wieder, ne? So. Ja, naja, was will ich sonst sagen, ne? So, kommen die hier noch mit hin. So, viel Gelb ist jetzt hier mit dabei. Gut, dann machen wir noch schnell hier die Erde hin. Wie gesagt, wenn es euch zu viel ist an Blumen oder Zeugs, dann lasst mich das wissen. Dann ändern wir das wieder ab. Das ist ja kein Problem. Wie gesagt, das kriegen wir alles hin. Wir sind doch da flexibel, ne? Ich würde sagen, so können wir es erstmal machen, ne? Und da kommen jetzt erstmal wieder unsere Blümchen, unsere Lämpchen her. Die brauchen wir ja auch wieder für die ordentliche Beleuchtung, für die romantische Beleuchtung vielleicht. So. Na gut, da setzen wir eine noch hier hin. Ja. Also wie gesagt, Springbrunnen haben wir da. Hier kommt noch einer in der Mitte. Da würde ich das eigentlich jetzt hier ungern machen wollen. Aber wir können ja nochmal bei Skulpturen gucken, was es noch so gibt. Vielleicht können wir doch irgendwas hier noch hinpacken, was Hübsches. Was in den Garten passt. Könnte man nehmen. Was ist denn das hier? Ein Gartenzwerg. Ein Gartenzwerg. Was ist denn, wenn ich den größer mache? Wie sieht denn der da? Wollen wir so einen Gartenzwerg hier herstellen? In der Mitte? Wenn ich den Stein jetzt hier mal wegnehme und dafür den Gartenzwerg hier hersetze? Der hat doch was, oder? Wartet mal, der verschwindet ja hier sonst, oder? Machen das mal weg, die Blumen. Die sind ein bisschen viel. Das sieht man den ja sonst gar nicht hier stehen. So, ne? Kann ja hier ein bisschen offen sein. Okay, da lassen wir den Gartenzwerg hier stehen. Vielleicht finde ich noch was anderes, aber... Süßester Zwerg von allen, das war auch niedlich. Das ist ja auch niedlich. Wir haben hier so eine schöne Statue. Die können wir ja auch ja noch irgendwie hinstellen. Wo könnten wir die denn hinpacken? Wollen wir so eine Statue hier hinpacken? Die können wir ja ein bisschen größer machen. Ist die dann zu groß oder? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es hat was, oder? Natürlich eine andere Farbe würde ich nehmen wollen. Oder packen wir die... Nee, ja, ich weiß nicht. Ich stelle die mal zur Seite. Ich stelle die mal hier hin. Und ihr sagt mir, ob ich die nehmen könnte. Ob ihr das sagt, ja...
die passt hin, oder ihr sagt, nee, die passt, nee, dann lassen wir sie weg. Ich stelle die aber mal hier auf die Seite, ne? Und der Gartenzwerg, der hat was. Der Gartenzwerg hat was. Und vielleicht finde ich hier noch... vergessene Frau. Was ist denn das? Die ist auch nicht schlecht, ne? Also die hat auch irgendwie was. Oh Gott, ich bin jetzt hin und weg. Ich weiß nicht. Ha? Ich pack die mal hier hin. Wie gesagt, ich überlasse euch das, wie ihr das findet. Aber die Statuen haben was. Vielleicht das Ding auch ein bisschen zu groß. Das könnte schon wieder kleiner machen. Nee, kleiner. Nimm die zu klein. Stopp, die Fee finde ich wieder. Wo war sie denn? Hier. Die Größe hatte sie. Naja, ein bisschen niedlich, ne? Aber ich lasse die mal hier stehen. Und ihr sagt mir dann mal bitte, ob ich die Figuren nehmen soll oder ob ihr sagt, nee, das ist zu viel. Da könnte ich ja eine, wartet mal, eine, ich setze die mal hierher. Eine so hier rein. Und eine hier auf die Seite. Natürlich auch in diesem hellen Ton hier, so, ne? Bei uns ist hier nicht trübe und grau, sondern schön hell und freundlich. So, das könnt ihr mir gerne ja mal sagen, ob euch das so gefällt, ne? Okay, meine Lieben, ich will euch jetzt nicht länger hier am Bildschirm fesseln. Ich würde sagen, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und würde mich freuen, wenn ihr euch meldet und ihr beim nächsten Mal natürlich wieder mit zuschaut. Ich danke euch erstmal fürs Interesse, fürs Dabeisein, fürs Zuhören und so weiter und so fort. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also bis dahin, lasst euch gut gehen. Tschüss!